Hallo und willkommen zurück. Hallo, ich bin auch wieder da. Immer noch. So, nehmen wir natürlich jetzt mal den Stinkdrink, der bestimmt schön stinkt. Einen Stinkdrink bitte. Mmh. Ein Stinkdrink kommt sofort. Nett, sogar mit Strohhalm. Was riecht hier so komisch? Ist jemand gestorben? Der muss ja stinken. Du redest jetzt mit dem? Wieso? Was hab ich getan? Die Stimme. Angefangen zu existieren. No. Ich verbeul. Die Stimme ist zu geil. Kann man hier Licht anmachen mittlerweile? Ja, endlich sieht man mal was hier. Das ging ja gar nicht mit dem Kerl. Aber hier ist nichts Besonderes, glaube ich. Na, da, guck mal in dein Inventar, du hast ja was Neues bekommen. Den Stinktrink. Ja, mit Strohhalm. Ah, den Strohhalm, damit können wir was machen. Den Stinktrink und den Strohhalm, den wird's nicht umsonst zusammengeben. Ich muss verrückt sein. Hat sie den getrunken? Jetzt echt? Geht es dir gut? Edna, sag doch was. Edna ist platt. Die Rothäute haben das Fort umzingelt, Colonel. Gott sei Dank, alles wieder wie vorher. Wie war der Drink? Ja, durchwachsen. Immerhin hast du ihn ganz leer getrunken. Ja, ich musste ihn vernichten. So etwas Diabolisches wie dieser Stinkdrink sollte nicht auf Erden wandeln. Außerdem habe ich ihn nicht ganz leer getrunken. Die Fliege habe ich übrig gelassen. Aha, wir haben eine Fliege. Ach, guck mal, eine Fliege. Und Cocktailglas mit dem Stinkdrink vor drin. Ich glaub, so, an der Stelle höre ich mal ein bisschen auf, dir zu helfen. Ja, ich glaube, ich werde es mal selber ein bisschen überlegen. Gehen wir mal hier lang. Wir wandern wieder herum und haben keine Ahnung, was wir machen sollen. Oh, wie süß. Wie süß. Ich bin doch eine ausgekochte Kupplerin. Wie glücklich die beiden doch aussehen. Sag mal, sitzt der auf Toilette? Ne, der sitzt im Dings, ne? Im Urinal. Oh Gott. Fissur. Man ist ein Urinal. Um's nett zu beschreiben, also... Was ist mit ihm hier eigentlich? Guten Tag. Er ist richtig lustig. Kombinier mal alle möglichen Sachen mit dem Typen. Hatte ich gerade vor. Hui! Hui! Ah! Uff. Ah! Der macht immer andere Geräusche. Ja. Strangulieren gleich mit dem Dings hier. Benutz mal das Telefon mit dem Schaffner da. Also Schaffner in Anführungsstrichen. Hallo? Aha. Für dich. Für mich? Aha. Aha. Nein, ich fürchte, das haben Sie falsch verstanden. Fahrscheine sind nicht übertragbar. Nein, ganz sicher. Wieder hören. Bitteschön. Mist. Das war lustig. Und das kannst du mit so gut wie jedem Charakter machen hier. Ei! Schade, ich hab gedacht, ich könnte damit umbringen. Kannst den Typen nicht umbringen. Na komm. Was hältst du von diesem? Hier kann man niemanden umbringen. Er ist ein wenig nervös, wenn du mich fragst. Wie heißt er nochmal? Lilly kann das. Lilly ist ja auch im späteren Teil. Die bringt ja ihr ganzes Kloster um. Echt? Ja. Oh Gott. Jeden einzelnen. Das ist spaßig. Vor allem ist es süß, weil das ganze Kloster ist danach in rosaroter Farbe angemalt. Was wollt ihr nochmal haben? Er wollte noch besser einen Kleiderbügel haben. Der hat ja noch alles einen Kleiderbügel. Moment, das können wir nachchecken. Sollte ich mir mal aufschreiben, aber ich bin ja nicht so der Gamer mit dem Aufschreiben, das geht ja gar nicht. Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Wer hat denn alles eine Karte?
Es sind viele Karten im Umlauf. Einer hat der Mantel. Er hat eine Dauerkarte und ist unser treuester Kunde. Das heißt, er wohnt im Michelin. Okay, den finden wir schon mal nicht. Karte hat Professor Nock. Er besucht damit regelmäßig seine peruanischen Bernstein-Nähe. Ich weiß es. Brauchen wir gar nicht hören. Brauchen wir gar nicht mehr hören. Das kennen wir schon. Wir sprengen das jetzt alles mal und ich weiß, was ich machen muss. Ich könnte die Fliege in den Ohrenschmalz drücken. Klingt sinnvoll in meinen Ohren. Dann lass es uns tun. Es sieht ein wenig aus wie eine Mücke, die in Baumharz eingeschlossen ist. Genau das wollten wir nämlich haben. Ich bin stolz auf dich. Ich habe mir ganz vergessen, hier, Jurassic Park, ne? So ein bisschen. Der Kerl so ein bisschen Jurassic Park-like. Ja, ja, genau, genau. Passt schon ganz gut zu dem. Da holen wir uns dann die Karte. Die Karte, warum läuft sie da hin? Ich musste, hab gerade ganz kurz weggeguckt und auf einmal läuft sie ganz woanders hin. Tja. Ja, ja, die Irren hier, ne? Verlockend, aber ich habe zu tun. Was denn los, Professor? Angriff der Flugsaurier! Oh, hello, Edna. Ich schau später noch. Ich glaube, es gehen wir ihn einfach mal. Komm. Ich habe vorher schon mit ihm gelabert, also. Ich habe da was für dich. Oh, ist das zu fassen? Dino Dionys in Bernstein eingeschlossen. Wie redet er? Genau das, was ich für meine Dino-Suchprogramm benötige. Darf ich das behalten? Was bekomme ich denn dafür? Das Einzige, was ich entbehren kann, ist mein Ticket für den Wäschelift. Immerhin muss ich jetzt nicht mehr nach Peru in meine Bernstein mähnen. Kommen wir ins Geschäft. Abgemacht. Deal. Das ist so toll, der Professor. Das soll ein Ticket sein? Das ist doch nur ein Kleiderbügel. Hat der nicht irgendwie so eine schwule Stimme? Der redet so ein bisschen so ein bisschen. Hello, Edna. So ein bisschen schwer. Das stimmt, genau, der hat so einen britischen. Müssen wir nicht dem Dings einen neuen Kleiderbügel geben? Weiß ich nicht, probier's doch aus. Mach doch mal. Entschuldige bitte. Ja, mein Kind. Brauchst du für dein Wetterexperiment wirklich den Kleiderbügel? Ich habe hier einen, der mindestens genauso gut ist. Aha, und jetzt willst du tauschen. Das wäre supi. Na, wenn's dich glücklich macht. Danke, du bist ein echter Freund. Okay. Im Kleiderbügel Nummer 2. Wir müssen wahrscheinlich wohl jetzt noch einen bekommen. Wer war denn das nochmal? Wer nochmal gehabt? Herr Mantel. Der Mantel? Ja, der Mantel ist sowieso drin. Also müssen wir da nicht reinkommen. Fetter. Ich habe mein Ticket. Darf ich sehen? Sehr schön, du darfst passieren. Wo ist denn der Mantelkerl? Wollen wir mal gucken. Ja. Dieses Bild. So da toll. Der nächste Ausgang. Sie sieht gleich 20 Jahre jünger aus, ne? Ich wollte nicht mit ihm reden, aber. Und los geht's. Kannst du machen. Gehen wir nochmal rein. Reden mit Herrn Mantel. Hallo da drüben. Oh, eine neue Nachbarin. Wer bist du? Ich bin natürlich Herr Mantel. Der hat die schwule Stimme. Dann war der. Menschen schon. Aber ich bin. Ein Mantel, verstehe. Nicht doch, du Schmeichlerin. Ich bin lediglich ein Gehrock. Er ist ein Gehrock. Ich musste da so an Pokémon denken, es war so schlimm. Georock. Ja, ja. Gibt es hier drin Motten? Mach mir keine Angst. Wie kommst du darauf? Hast du etwa was gesehen? Mir war so, als hätte sich eben etwas in den Schatten bewegt. Ach, das? Das sind nur Wolfsspinnen. Davon gibt es eine Menge hier. Aber Motten? Oh, das wäre eine Katastrophe. Oh. Mein empfindliches Gewebe. Wohnst du etwa hier? Wieso denn nicht? Dieser Lift
bietet einem Kleidungsstück wie mir jede Menge Komfort. Und worin genau besteht dieser Komfort? Naja, es gibt diese Schiene, an der Kleiderbügel aufgehängt werden können. Und es ist trocken. Wir Kleidungsstücke sind recht genügsam, musst du wissen. Seh schon. Ah ja. Wie und wann geht er auf Toilette? Nur so als Nebenfrage. Das würde ich mich auch gerne fragen. Das ist wirklich ausgesprochen weiß. Womit wäschst du? Da staunst du nicht wahr? Ich bin sehr stolz auf meine Farblosigkeit. Früher war ich mal beige. Aber hier kommt so wenig Licht rein, dass die Farbpigmente aus Langeweile ausgewandert sind. Oh Gott. Wo fährt der Lift hin? Das kann ich leider nicht beantworten. Es gibt insgesamt 3 Ausgänge. Eine davon ist die Wäscherei im Keller. Da hat man einen netten Ausblick. Wohin die beiden anderen Ausgänge führen, habe ich leider vergessen. Wieso? Wie lange hängst du denn hier schon? Früher nannten sie mich Herr Toga. Okay. Kommt nicht langsam mal der nächste Ausgang? Tja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Zeit langsamer läuft, während wir reden. Hat aber recht. Da kommt er schon. Mit Herr Toga verstanden? Gibt's nicht dieses, auch dieses... Toga war im, Griechenland früher. Genau, dieses Kleidungsstück, Toga halt. Ich glaube, es war Griechenland, ja. Ja. Musst du da jetzt raus? Da kannst du noch nicht raus. Du musst in dem nächsten, du musst im Ausgang raus, wo du eh schon draußen warst mal. Da kommt der nächste Ausgang. Also hier, jetzt müssen wir nochmal rein. Genau. Und der nächste, den musst du raus. Ach, der Mantel. Der hängt ja die ganze Zeit. Eine Zahnbürste sogar da. Ach, guck mal, sogar am Wecker. Da kommt der nächste. Wozu auch immer ihr einen Wecker braucht. Stimmt schon. Das ist zu fest eingepackt. Dieses Plakat klärt einen über die korrekte Nutzung des Wäscheliftes auf. Es verschweigt die praktische Anwendung als Nahverkehrsmittel. Stimmt allerdings. Der Stromverbrauch hält sich noch in Grenzen. Der Stromverbrauch hält sich noch in Grenzen. Toll. Es wird viel zu viel Strom verbraucht. Als würde jemand ständig das Licht brennen lassen. Ja, Edna, ne? Das ist du kannst aus der Tür raus. Das ist zu fest eingepackt. Ja, hätte ich jetzt auch sowieso gemacht. Achso, gut. Ich wollte erstmal gucken, erstmal den ganzen Raum abgucken. Guck mal, man sieht ja gar nicht, wo wir sind überhaupt. Es ist so weit weg da hinten. Ich wollte gerade sagen, und das finde ich ein bisschen ungünstig gemacht, ganz ehrlich. Hätten sie besser machen können. Also die Stille auf jeden Fall, was ist denn hier? Oh, es ist so gruselig, finde ich. Was ist das denn? Hallo Prinzessin. Was macht ein Mädchen wie du in einem Irrenhaus wie diesem? Ich glaube, die Frage, also was wir hier sagen, ist ja wohl klar, oder? Warte, ja. Antworte nicht. Du bist Edna. Ach, verdammt. Stimmt. Hey, woher weißt du das? Es gibt nicht viel, was Dr. Marcel vor mir verbergen kann. Zum Beispiel, dass er dich im Turm unter Verschluss hält. Wir sind also Leidensgenossen. Hielt. Man nennt mich übrigens den Schlüsselmeister. Ein putziger Spitzname, findest du nicht auch? Schlüsselmeister ist übrigens ziemlich komisch. Ich meine, wenn man mal überlegt, Ghostbusters, da gibt's den Keymaster. Wo ist der Gatekeeper? Du verstehst es nicht, ne? Nee, nie geguckt oder zumindest nur unterbewusst. Tut mir leid. Also wir müssen nochmal einen Schnitt machen, ne? Judy. Jo, dann bis zum nächsten Mal.